Mit 4 habe ich angefangen Skifahren. Meine Mutter hat mich beim Charier-Lift hergestellt, mich aufgeschoben und dort hat mich der Liftboy in Empfang genommen. Und das war der Siebe. Aus dem Abenteuer am Skilift hat sich dann eine Freundschaft ergeben und bin dann kurzerhand vom Siebe zum Mittagessen eingeladen worden. Dort bin ich zum ersten Mal in das Haus hineingelaufen. Man ist die Steinstege hochgelaufen. Entweder war der Kamin eingeführt oder in der Küche hat das Feuer gebrannt, weil man damals noch mit Feuer gekocht hat. Über die Jahre hat sich da wirklich eine Freundschaft ergeben. Elisabeth, sie war etwas speziell, hat ein bisschen mit sich selber geredet. Dann war die Mensch, ganz ein toller Mensch. Nie ein böses Wort von ihr gehört. Und dann war Siebe noch. Er hatte ein Pferd. Er hatte 6-7 Kühe. Hühner hatten sie, Schöfe. Es hat eine grosse Wiese rund ums Haus. Die Hühner sind frei herumgelaufen. Und ich bin eigentlich immer dreckig heimgekommen. Dann ist ein Stuhl hergerückt worden am Tisch. Und dann sind Spiele gespielt worden wie Moulin, Dame. Und so der Endgegner war dann einmal Tata. Und kommen was wollen, man hat immer verloren. Das hat es wirklich im Griff gehabt. Im Geburtstag bin ich immer eingeladen worden. Dann hat die Menschen Rüebli-Torte gebacken und Schokipudding. Die Menschen haben im Museum gearbeitet. Dort hatte es so ganz viele alte, komische Spielsachen gehabt. Jedem Weihnachten habe ich ein Plastikpferd geschenkt bekommen. Ein bisschen Freude hatte ich wahrscheinlich schon gehabt, aber so richtig, ich weiß nicht. Es ist schon eine andere Welt. Man ist da auch schon ein bisschen eingetaucht in die Zeiten. Ich weiss noch, wo der Tag kam, als die Tata gestorben ist. Dann hat man sie hier in der Stube aufgebaut. Man hat einen Stuhl aufgereiht rund um den Sarg. Verwandtschaft, Freunde, Nachbarn, die sind dann reingekommen, haben hier eine Totenwache machen. Tata ist gestorben. Der Mensch war das Oberhaupt von dieser Familie, hat man gemerkt. Der Siebe, der war der Arbeiter und der Elisabeth, sie war halt die Haushälterin oder fast schon die Magd, weil sie wirklich im Kopf nicht so auf der Höhe war. Und das hat sich automatisch, so die Hierarchie hat sich automatisch ergeben. Die Menschen, die fit ist vor allen drei, hat Blutkrebs bekommen und kurz darauf ist sie gestorben. Ein sehr gläubiger Mensch, die hat keine einzige Messe verpasst. Wenn die nicht in den Himmel gekommen ist, dann weiß ich auch nicht. Und dann ist der Siebe und Elisabeth noch da gewesen. Er hat hier gewohnt bis zum Tode. Und dann ist tatsächlich Elisabeth am Schluss allein da gewesen. Und die hat noch lange gelebt. Das verwirrte Huhn. Und dann ist das Haus leer gestanden. Und dann ist zur Diskussion gekommen, übernehmen das die Geschwister aus Zürich. Dort hat es noch einige. Und sie gesehen am Tag der Versteigerung. Und dann hat sie gesagt, wir verkaufen. Ich habe kein Geld gehabt, sonst hätte ich mitgeboten. Und am Schluss ist es am Maurus Katomus verkauft worden. Und interessanterweise hat er dann das Haus von Anfang an junge Leute vermietet. Und jetzt ist Barbara und Moritz da.